Wo ist der Fallschirm? Der Fallschirm, wo ist er? Da ist er irgendwo. Irgendwo ist er hier, genau. Eine Seilbahn wird gleich ankommen, falls du warten möchtest. Ich finde das irgendwie geil. Geht's hier irgendwie noch höher? Mich würde das ja mal interessieren. Ach, hier ist diese Wandmalerei. Könnt ihr euch erinnern? Die hat aber, glaube ich, nicht so viel zu bedeuten, weil du kommst ja in den Berg nicht rein. Könnte aber auch sonst irgendwas bedeuten. Aber es gibt ja hier in dem Spiel auch UFOs. Falls ihr das schon wisst. Falls ihr es noch nicht wisst. Ja, es gibt hier UFOs. Ich will mal ganz oben auf die Spitze drauf. Wir sind jetzt, glaube ich, auch etliche Meter über Null. Und hier oben gibt es natürlich was, um nach Los Santos zu schauen. Bin ich ja mal gespannt. So weit kannst du hier gar nicht gucken. Naja. Wir können uns aber mal hier so eine Sanchez schnappen und dann können wir mal gucken, ob wir hier den Berg heile runterkommen. Oh, 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 oh. Oh. Eigentlich recht cool, bis auf dass wir gestorben sind. Scheiße. So. Ja, werde ich erstmal gucken. Was haben wir hier? Hier haben wir The Bay Center, bla bla bla. Wir haben jetzt eigentlich erstmal Dom. Ich will aber nicht zu Dom. Ich will lieber erstmal zu Trevor. Mit Trevor ein bisschen was erledigen. Ach ja, Trevor ist ja hier auch ganz in der Nähe, genau. Wir treffen auch, glaube ich, noch ein zweites Mal auf die... Ich weiß nicht, wie sie heißen. Oh! Oh! Wir sind in einer Verfolgungsjagd? Was soll das denn? Na, nü, na, na. Na, nü, na, na. Ja. Hat Trevor sich irgendwie so ein bisschen in die Scheiße manövriert? Das hat er ja drauf, der Junge. Der alte Scheißer. Aber wisst ihr was? Wir werden jetzt hier erstmal ganz geschickt hier den Bullen ausweichen. Ach, Scheiße. Wird wohl nichts mit geschickt den Bullen ausweichen? Oder doch? Leckt mich alle, ihr Bullen. Wir können sie außer Luft beobachten. Guck, da hinten sind sie. Hallo, na ihr? Ha. Oh, wir sollten mal flüchten. Ach, ich liebe das mit dem Hubschrauber rumzufliegen. Auch wenn er lange nicht mehr so schön fliegt wie früher. Früher war es ja doch noch alles ein bisschen anders bei GTA 4. Da war sowieso vieles... Naja gut, da war einiges an Steuerung, war ziemlich überspitzt. Aber vieles war auch ganz geil. Also ein Hubschrauber war ganz geil zu steuern eigentlich. Oh, ich wollte nur mal gucken hier. Was ist das hier? Was ist das hier?
Oh! Nein! Sag nicht, wir sind in unserer eigenen Rotorblätter. Ach, Mann. Das kann's doch nicht sein. Stellen wir uns heute nur blöd an? Nach der letzten Aufnahme, die eigentlich so richtig klasse war? Naja, wir versuchen es noch einmal. Trevor hat ja noch genug Kohle. Der alte Sack mit seinem Bart. Oh, wir haben gar nicht viel Kohle. Guck mal, wie wenig Kohle wir haben. Ich glaube, wir haben mit Trevor zu viel verpulvert. Ich suche jetzt aber eigentlich... Ach, da hinten. Das B. Was heißt B? Ey Leute, ihr Hinterwäldler. Ah, ein Motorrad auf vier Rädern. Ein Quad. Ich liebe Quads. Also ich bin ein riesen Fan davon. Ich würde ja im echten Leben auch gern eins fahren. Wobei, da ist mir ein Roller schon fast lieber. Also mir reicht ein simpler Roller. Ich muss nie Auto fahren. Ne? Ich muss ja meinen Führerschein eh noch machen. Aber ich werde dann trotzdem Roller fahren, weil ich es einfach liebe, auf zwei Rädern umherzuheizen. Ist einfach viel schöner als auf vier Rädern in einem Käfig. Oh, was ist hier? Hallo. Oh, wir können mal wieder ein paar Flaschen zerschießen. Das machen wir jetzt gerade nur mal just for fun. Das hat keinen Nutzen. Guck mal, hier gibt es sogar Kaugummis. Es gibt Kaugummis. So. Den schönen Alk hier vernichten. Kann man auch anders, ne? Ich glaube, wir gehen mal nach oben. Weil da wartet, glaube ich, der Nächste auf uns, mit dem wir reden können. Wo ist er denn, der Typ? Hier ist irgendwo so ein Typ drin. Ach, Trevor pisst erstmal in der Ecke. This here is my place, and my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more. Okay. Steig in den Wagen. Ach, die Bude kennen wir, glaube ich. Die haben wir irgendwann mal übernommen, soweit ich das weiß. Und jetzt... Trevor, beeil dich. Wo kein Schnee liegt, kannst du laufen. Ich will mal was gucken. Also eigentlich ist Michael immer noch der am besten situierteste, weil er hat... Er hat auf jeden Fall eine schusssichere Weste, seine Spezialfähigkeit ist aufgeladen, dann hat er die meisten Waffen, bis auf den Fallschirm. Und hat die meiste Kohle. Ah. So. Are you out here? It's off the grid. We're away from it all.
It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a okay. shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying they hate hipsters. Well, I really fucking do. Self-hatred, common hipster affliction. Well, because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. So, und da sind wir. Endlich. The bus stops up here. All right. How long does it take us to get out here from LS? So, bin ich aber gespannt. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verplempert. Das ist immer dann, wenn die Sonne sich verschiebt da oben. Dann ändert sich nämlich die Zeit. Dann sind wir nämlich zu früh oder zu spät oder was weiß ich. Hey, hey. Hey. Welcome to paradise. Huh, car's this way. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Ach, guck mal, die Karre, die hat sogar unser Kennzeichen. Ist das nicht geil? So. Na, den überholen wir einfach mal hier. That's the entrance to the bank. Nothing special. Nichts Besonderes. Fahr uns mal hinten rum, okay? Fahr auf das Grundstück nebenan. There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. Okay. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. Well, we're gonna have to find a new score. No. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Das ist der Alarm, genau. Gruppe 6. Okay, I brought my police scanner. Drive over to the gas station opposite the bank and we'll monitor chatter. All right. Wir beobachten alles von der Tanke aus. Okay, machen wir das. This is Toledo Security. Any updates on the Code 30 Adam? Backup ready to mobilize.
is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. Das hört sich alles nicht so prickelnd an. What is that, a 67 second response time? Four cars, more in the wings. Bad cops, guarding dirty money. Fuck how many? We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. So, dann gucken wir uns die Bullen mal an, was sie tun. Ups. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your ass! Gut, dann wechseln wir mal zu Trevor. Ja, fahren wir mal hinterher. Ist ja auch mal was Geiles, ne? Mach ein Rennen mit Michael zu Trevors Büro. Und tschüss, Michael. Gut, dann gucken wir mal. Ja, die Stelle, die kennen wir ja hier jetzt mittlerweile auch, ne? Da sind wir ja erstens eben gestartet irgendwann. Und andererseits waren wir hier auch schon mal. Glaube in einer Mission. Ist aber schon wieder ein bisschen her, glaube ich. So, und jetzt ab nach oben. Komisch, seitdem ich nicht mehr so weit weg sitze, ist das alles viel einfacher mit dem Fahren. Naja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt die Perspektive umgestellt habe. Bleibt auf dem Weg, nicht auf der Straße. Shit, Kacke, Mist, Autsch, Autsch, Autsch. Wo ist die Karre? Ach da. Nein, Michael hat uns überholt. Das ist doch zum Kotzen, ist das. Ich glaube, wir müssen ihn nochmal einholen. Wir müssen ihn einholen. Wir können ihn nicht davonkommen lassen. Ja, das hat man nun davon. Wenn man versucht, uns zu überholen, dann ist man recht schnell wieder eingeholt. Wow. Das war ja entgegenkommender Verkehr. Alter, wie weit fahren wir denn hier? So, wir gucken nur auf die Straße, nicht aufs Navi, weil eigentlich ist es einfach, dieser Weg. So weit ist das doch weg. Also es fiel mir gar nicht so, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das so weit weg ist. Okay. Ja, dann planen wir das Ganze mal. Dirty cops. Head on. Man.
I don't know. ...to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge up